Raphael möchte eine Leiter kaufen, die er zum Anstreichen seiner Hausfassade benötigt. Die Leiter muss bis zur Höhe von 9,2 Meter reichen. Zur Sicherheit muss die Leiter am Boden 1,4 Meter von der Hauswand abstehen. Frage: Wie lang muss diese Leiter sein? Wir können diese Situation so modellieren. Hier ist der Sicherheitsabstand von 1,4 Meter und hier ist die zu erreichende Höhe von 9,2 Meter. Wir modellieren die Leiter durch diese Strecke AB, deren Länge L wir suchen. In diesem rechtwinkligen Dreieck kennen wir die zwei Kathetenlängen und wir suchen die Hypotenuse. Also eignet sich der Satz des Pythagoras, der in diesen beiden Tutorials bewiesen wird. Hier ergibt der Satz des Pythagoras, dass L im Quadrat gleich ist zur Summe der Quadrate dieser beiden Kathetenlängen, woraus wir schließen, dass L gleich zu dieser Quadratwurzel sein muss. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein, also Quadratwurzel von 1,4 im Quadrat plus 9,2 im Quadrat, Enter. Der Taschenrechner findet 9,3 und ein paar gequetschte. Wir übertragen diese Antwort hierhin und somit wissen wir, dass die Leiterlänge ungefähr 9,306 Meter beträgt. Nicht die Einheit vergessen. Hier ist die Längeneinheit Meter, denn in dieser Einheit werden diese beiden Längen angegeben. Und die Aufgabe ist schon beendet.